Ja, Freunde, gute Laune und der beste Unterhaltung und damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag zum zweiten Video von Tramsim. Und wir drüsen, wir holen hier erst langsam alles ein bisschen auf. Wir werden jetzt in dieser Folge uns das allererste Mal das Spiel nochmal so von außen angucken, beziehungsweise wir werden im Spiel ein bisschen agieren, werden mal gucken, wir können eigentlich hier aufstehen, uns alles mal so ein bisschen anschauen, rund um die Welt, die Bahn an sich. Und dann werden wir das nächste Tutorial machen, nämlich die Straßenbahnsignale. Die müssen auch gelernt werden und die sind im Gegensatz zu den eigentlichen Grundlagen, Fahren, Fahrgäste reinlassen, doch ein bisschen komplizierter. Aber wenn man erstmal darauf so ein bisschen achtet, auf die einzelnen Signale, dann kommt man eigentlich auch ganz gut durch den Straßenverkehr von Wien, aber auch von München. Denn das ist ja möglich mit, ja, eigentlich im Endeffekt einen einzigen Preis. Zwei in einem, muss man schon echt sagen, auf der Konsole kriegt ihr beide Pakete Wien und München. So, ich würde jetzt mal sagen, ganz kurz als kleine Auffrischung, wenn ihr eine Linie fahren wollt, geht ihr einfach hier auf neues Spiel, wählt zum Beispiel jetzt hier auf der Konsole Wien oder München aus oder aber auch mit den, wenn ihr die Münchner Version habt auf dem PC, dann habt ihr jetzt auch diesen Aufbau Wien-München. Wir nehmen erstmal Wien, München kommt erstmal später. Wir fangen erstmal ein bisschen von vorne an, machen hier ein freies Spiel, nehmen uns jetzt mal die Linie, wählen uns mal eine schöne Uhrzeit aus. Ich würde mal sagen, so, boah, wenn es geht, so 10 Uhr. Dass wir ein schönes Lichtverhältnis haben, machen das Ganze auch im Sommer, werden das Ganze aber auch mal bei sonnigen Verhältnissen uns angucken und dann die Wagennummer. Im Übrigen, es kann gut sein, dass ihr die Wettereinstellung auf Gewitter macht, der speichert die auch und so konnt ihr das Tutorial auch machen. War auf alle Fälle eine schöne neue Sache. So, und dann starten wir einfach mal. So, hier sind wir schon mal. Wir sind jetzt mitten in unserer Bahn und wir versuchen jetzt mal, ihr habt nämlich die Möglichkeit, auch bei Einstellungen euch die Steuerung anzugucken. Übrigens, Grafik haben wir auch, da ist aber jetzt nicht viel. Ihr könnt zum Beispiel auch den Straßenbahnschmutz einstellen. Audio, Gameplay an und für sich. Da habt ihr dann Notbremse via linker Stick aktivieren. Also ihr habt alles Mögliche noch einzustellen. Das ist schon jede Menge. Und da steht bei Steuerung, wenn wir A gedrückt halten, stehen wir auf. Und wir stehen wirklich auf. Das ist ja cool. Oh, schön gemacht. So. Ist aber auch die Frage, wie können wir ihn hier interagieren? Hier steht nämlich Drücke zum Interagieren. Jetzt können wir leider hier noch nicht rausgehen. Vielleicht wird das noch gemacht. Also da muss ich euch jetzt echt mal so ein bisschen vertrösten. Ihr könnt zwar aufstehen, aber ich finde noch nicht die Funktion. Wir können mal hier alles drücken. Normalerweise wird hier eigentlich alles angezeigt. Aber hier passiert echt nicht viel. Hinsetzen. Aufstehen. Okay, also die Funktion, euch frei zu bewegen, die ist erstmal nicht da. Das muss man schon mal sagen, die ist am Anfang nicht da. Ist jetzt kein Bug. Ich glaube mal, das haben die einfach ein bisschen weggelassen. Das wird 100 Pro nochmal nachgereicht. Da muss ich selber auch mal so fair sagen und sagen, okay, sie wollten wahrscheinlich die Grundfunktion, das Grundfahren sollte gegeben werden. Das ist schon mal gut, aber eigentlich könnt ihr euch auch hier frei bewegen. Damit wird ihr auch geworben. Aber wie gesagt, normalerweise war es auf dem PC so gewesen. Ihr müsstet jetzt hier raufblicken, damit ihr die Tür nämlich aufmacht. Aber wir können mit den ganzen Sachen hier noch gar nicht interagieren. Wenn ihr euch jetzt zum Beispiel hinsetzt, könnten wir rein theoretisch gesehen hier auch mit den Tasten interagieren. Das ist noch nicht möglich. Ich denke mal, das wird erst noch kommen. Wir können natürlich als allererstes halt auch noch hier so Rundumblick machen. Da können wir uns auch hier angucken. Wir können den hier machen. Und wie gesagt, wir können uns auch hier so ein bisschen umgucken. Das ist ja soweit alles ganz schön gemacht. Das passt ja auch soweit. Da wird noch ein bisschen mehr kommen, hoffentlich. Gut, ist natürlich auch interessant zu wissen, dass das erstmal noch nicht möglich ist. Also wer darauf jetzt noch nicht verzichten kann, sich frei zu bewegen, der sollte vielleicht auf der PC-Version so ein bisschen bleiben. Es ging jetzt um das Zeigen für euch, wie das aussieht, wenn ihr euch hier bewegt, weil ihr könnt euch ja durch die ganze Karte eigentlich normalerweise bewegen. Ist jetzt nicht wichtig, weil ihr auch kein Sammelobjekt habt, aber es ist natürlich eine schöne Funktion. Und obwohl, was natürlich sein könnte, ist mitunter auch, dass noch keine Rollstuhlfahrer dabei sind. Der PC-Version sind Rollstuhlfahrer dabei, dann müsst ihr aufstehen und selber zur Rampe gehen und die Rampe zum Beispiel mit der Hand ausfahren bzw. aufklappen. Das wird wahrscheinlich jetzt noch nicht der Fall sein. Wir gehen aber erst einmal zu den Tutorials. Wir hatten ja hier die Grundlagen gehabt mit den Flexity. Jetzt gehen wir mit dem Flexity weiter, nämlich Tutorials zu den Signalen. Signale! Umsteigen zu
Wir starten mit dem allerwichtigsten Signal, dem Straßenbahnverkehrslichtsignal. Vielleicht sind dir diese schon mal irgendwo auf der Straße aufgefallen. Das sind quasi Ampeln für die Straßenbahn. Mit ihren Punkten zeigen sie an, ob und wie die Straßenbahn fahren darf. In der Regel findest du an den meisten Kreuzungen diese Signale. Drei waagerechte Punkte signalisieren Halt für alle Fahrzeuge. Im Übrigen, ich habe mir das immer früher so eingeprägt wie so eine Schranke. Ich weiß auch nicht, ich glaube, im Berliner Straßenverkehr sind das nicht drei Punkte, sondern halt Strich gewesen zum Beispiel. Also, ich denke immer so, das sind drei Punkte, waagerecht, die Schranke ist zu, signalisiert halt für die Fahrzeuge, sozusagen wie eine rote Ampel. Zwei Punkte in der Mitte bedeuten freie Fahrt in der Geraden. Sind die Punkte schräg links oder rechts angeordnet, hat man freie Fahrt nach links oder nach rechts. Es gibt auch Kombinationen von mehreren im einen. Zum Beispiel zwei Punkte in der Mitte und eins rechts bedeutet nichts anderes wie freie Fahrt in der Geraden und zum Rechtsabbiegen. Übrigens, sollte einmal keine derart Signale an einer Kreuzung platziert sein, so geht die ganz normale Verkehrslichtampel auch für die Straßenbahn. Weil wir gerade auch vor einer Weiche stehen, erkläre ich dir schnell, was es mit den Balkensignalen rechts oben auf sich hat. Dies ist das sogenannte Einkammerlichtsignal und gibt dir die Signalinformationen zu den Weichen vor dir. Eine Weiche ist recht simpel erklärt. Es gibt im Regelfall zwei Möglichkeiten zu fahren, geradeaus oder man biegt ab. Und genau das zeigt das Signal auch an. Entweder steht die Weiche nach links, in diesem Falle geradeaus, oder nach rechts und du kannst nach rechts abbiegen. Wir wollen den linken Ausgang der Weiche nehmen, also passt es genau richtig. Das heißt, das war jetzt geradeaus in dem Falle. Es könnte noch ein weiteres linkes sein. Das heißt dann wirklich, dass wir noch links abbiegen könnten, aber hier geht es wirklich nur darum, geradeaus oder rechts. Ihr seht es ja vielleicht im Hintergrund so ein bisschen. Hier geht es wirklich nur geradeaus oder rechts. Würde jetzt daneben das so aufgehen, dann würde es heißen, okay, Signal ist frei zum Rechtsabbiegen. Dann gibt es noch ein Querbalken und ein Dreiecksymbol für ein Plakett. Zeigt dir der Querbalken an, dass du nicht zu nah an der Weiche ranfahren darfst, wenn ein Zug vor dir gerade oder rüber fährt. Das Dreieck hat eine besondere Bedeutung, denn das ist wichtig, damit du sicher gehen kannst, dass die Weiche nicht elektrisch umgestellt werden kann. 6. Auf der rechten Seite siehst du eine Menge an Signalen rund um die Ampel. Ein weiteres Signal in Verbindung mit dem Straßenbahnverkehrslichtsignal sind die Ankündigungssignale. In diesen leuchtet ein A, das dir die Ankündigung einer Freiphase anzeigt, damit du weißt, dass du ein paar Sekunden freie Fahrt bekommst und kannst die Fahrgastwechsel beenden, indem du die Freigabe löschst. Manche nehmen es natürlich auch so, zum Beispiel, wenn sie schon an der Ampel jetzt zum Beispiel steht, alles ist schon abgeriegelt, dass sie wissen, okay, jetzt kann ich quasi eigentlich losfahren, aber im Endeffekt stimmt, ja, habe ich gar nicht daran gedacht, es ist halt eigentlich auch ein Signal dafür, wenn du gerade jetzt hier an der Haltestelle stehst, okay, du kannst jetzt deine Signale bzw. deine Freigaben an der Bahn löschen, keiner kann mehr ansteigen, weil in 3-4 Sekunden geht es dann auch für dich weiter. 18. In Richtung Burggasse, Stadthalle, 62. In ja. Richtung Leinz. Sehr schön. 16a. Dankeschön. Badener Bahn nach Baden. Kann ich jetzt weiterfahren? So, ist schon alles aktiviert? Ja, okay. Wir warten jetzt hier ganz kurz. Ihr seht ja hier, guck mal, wir kriegen jetzt schon mal das Signal A. Ah, hier kommt schon das A. Zeigt uns halt an, dass es gleich losgeht. Nun hast du die freie Fahrt in der Geraden. Los geht's. So, okay, alles klärchen. Jetzt kommen wir gleich mal ein bisschen im Untergrund, da werden wir auch ein paar Signale finden. Wir werden 100 Pro nochmal die Vorsignale kennenlernen, die uns anzeigen, dass ein paar hundert Meter zum Beispiel das eigentliche Hauptsignal kommt und wie das gerade steht. Wir kommen nun zur USTRAB, einen sehr speziellen Teil des Streckennetzes, weil diese unterirdisch verläuft und ein Signalsystem hat. In den Abschnitten lernst du die allerwichtigsten Signale, die du kennen solltest. Also, passt gut auf. Oh Mann, ey, wie in der Schule. Also, ich und aufpassen und lernen, das ist heutzutage nicht mehr. Ich bin zwar erst 33 Jahre jung, gehe auf die 34 zu, aber so richtig wie in der Schule lernen ist aber auch nicht mehr richtig. Halt mal hier so ein bisschen die 40 km/h. Fahre in die da sind wir ja schon drin, also in den Untergrund und halte am Ende der Haltestelle an. Das machen wir. Wir bremsen also langsam hier runter. Mit dem rechten Stick ganz entspannt. Und das ist aber mit dem rechten Stick ist, mit dem linken Stick ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. So.
Oh, jetzt wird speziell, ihr seht es schon da oben. Gerade in der USTRB ist der genaue Stehenbleiben vor der Haltelinie wichtig, damit deine Straßenbahn vor den Weichenanlagen richtig erkannt wird und du dann den Fahrbefehl erhalten kannst und deine Fahrstraße, Fahrtrichtung korrekt eingestellt wird. So, die zwei weißen Pfeile über den roten zeigen nämlich an, wie sich die Weiche stellen wird, wenn das rote Signal erlischt. Das heißt quasi, ja, gerade zeigt es nach rechts an. Es zeigt nicht die aktuellen Weichenstellungen an, wie du übliche Weichensignale. Überfährst du dieses Signal, kann es im schlimmsten Fall zu einem Zusammenstoß mit einem anderen Zug kommen. Deshalb halte immer vollen Haltepunkt und fahre erst aus der Station, wenn das rote Signal erlischt. Das rote Signal ist aus und die Weiche ist gestellt. Fahren wir los. Also es kann natürlich auch sein, dass das rote Signal hier leuchtet und er rechts anzeigt, vorher aber links war, sprich, er stellt sich erst bei grün um. So wie ich das jetzt gerade hier verstanden habe. Wir können jetzt losfahren, wir müssen nämlich rechts rein. Im Übrigen, also die Soundkulisse, die ist schon sehr schick, ist gerade in den Kurvenbereichen. Ah, es hat so richtig gescheppert, das hat sich richtig gut angehört. Wie du vielleicht schon gemerkt hast, siehst du auf der rechten Seite kleine grüne, gelbe Lichter aufleuchten. Das ist keine Weihnachtsdekoration, die mir jemand vergessen hat abzuhängen. Nein, das sind sogenannte Fahrsignale, welche du nur hier in der Untergrund findest. Da es im Tunnel schnell dunkel wird und die Sichtverhältnisse schnell sehr schlecht werden, können sie die Signale an den Wänden montiert und zeigen an, ob der jeweilige Streckenabschnitt vor dir frei befahren werden kann. Also man kann schon eigentlich davon reden, dass sind eigentlich sowas ein bisschen wie Vorsignale, die wir später auch oben sehen werden. Der Tunnel ist nämlich in mehreren Segmenten unterteilt. Die Lichter zeigen an, ob sich in den nächsten zwei Abschnitten vor dir Fahrzeuge befinden. Leuchten zwei grüne Lämpchen, befindet sich kein Fahrzeug in beiden Abschnitten vor dir und du darfst mit den zulässigen Höchstgeschwindigkeiten fahren. Leuchtet ein gelbes, ein grünes Licht, so befindet sich ein Fahrzeug im übernächsten Abschnitt. Vorschriftsgemäß darfst du dann höchstens 30 km/h auf der Sicht fahren. Also das sind wirklich Sachen, die müsste man sich merken oder aber auch aufschreiben. Also das heißt, ihr könnt jetzt rein theoretisch gesehen mit einer ganz normalen Geschwindigkeit von 40, 50 km/h aufwärts fahren, wenn es beide grün sind. Wenn ein grün, ein gelb zum Beispiel ist, dann wisst ihr, dass vor euch jemand ist. Ihr dürft weiterfahren, aber Achtung, vor euch ist jemand. Wenn zwei gelbe Lichter leuchten, befindet sich ein Fahrzeug im nächsten Abschnitt und du kannst nicht schneller als 15 km/h fahren. Relativ logisch, oder? Ja, Andy, sehr logisch. So, wir gehen mal jetzt hier ein bisschen Stoff. Guck mal, hier habt ihr zum Beispiel grün. Doppelt grün heißt, alles ist frei. Also müsste man hier so ein bisschen rechts darauf achten. Ah, ich dachte, es wäre rot. Hier ist wieder doppelt grün. Das heißt, hier können wir weiterfahren. Vor uns alles frei. Hier können wir jetzt nochmal schön halten. So, dann bin ich mal gespannt. Wir müssen ja wieder hier vorne schön halten. Es wird uns ja mal angezeigt, wie weit und wo wir genau halten müssen. So, jetzt seht ihr aktuell, es soll nach links gehen. Gerade sind die Signale frei. Achso. Wollt ihr rein? Oh, kann ich euch mal angucken. Das sieht eigentlich gar nicht mehr so schlecht aus. Tut mir leid. Heute ist nur Fahrschule Signale lernen. Ich muss niemanden reinlassen. Also fahren wir weiter. Okay, wir können weiterfahren. Das Rote wäre schön gewesen, wenn das Signal natürlich auf Rot gewesen wäre. Er war jetzt nur auf Grün gewesen. Oh, jetzt wird's lustig. Kommen wir zum nächsten wichtigen Signal, dem Vorsignal. Manchmal können Verkehrsräume sehr unübersichtlich sein. Hier zum Beispiel findest du dich vor einer scharfen Rechtskurve. Der Einblick gestaltet sich schwierig. Womöglich steht dir direkt hinter der Kurve ein anderer Zug. Oh, das mit 50, 60 km/h wird ein bisschen tricky. Aber egal. Das Vorsignal zeigt vorzeitig an, wie sich das nächste Hauptsignal verspätet verhält. Praktisch bei unübersichtlichen Verkehrsräumen oder wenn man mit der hohen Geschwindigkeit unterwegs ist.
Fährst du zum Beispiel mit einer hohen Geschwindigkeit auf einer Kreuzung zu, kann es passieren, dass die Ampel früher umschaltet als gedacht und du hast keine Zeit, um den Zug vor der Kreuzung rechtzeitig abzubremsen. In so einem Fall würde ein Vorsignal ein gutes Stück vor der Kreuzung montiert, schon ein Haltsignal auszustrahlen. Das heißt, dann kann es uns halt schon mal, ich sag jetzt mal 5 Sekunden, bevor wir überhaupt ankommen, schon mal anzeigen, hey, hör mal zu, gleiches Rot. Geh schon mal ein bisschen vom Gas herunter. Ist natürlich jetzt nicht in Sekunden, sondern ich sag jetzt mal einige hundert Meter vorher. Obwohl die Ampel dahinter noch grün ist. Denn bis die Straßenbahn zur Ampel kommt, wird dies schon umgeschaltet haben. Daher merke dir, siehst du ein Vorsignal, kannst du dich auf die nächste Hauptsignal besser vorbereiten. Das sind die wichtigsten Signale, die du für den Anfang kennenlernen solltest. Fahre noch ein bisschen und mach dich mit den Signalen vertraut. Jetzt, wo du ihre Bedeutung kennst, weißt du, wie du dich verhalten musst. Wird dir das Fahren noch leichter fallen. Das können wir sehr gerne machen. Das gucken wir uns mal an, denn wir kommen auch gleich mal hier aus dem Untergrund heraus. Wir können natürlich jetzt hier anhalten. Wir müssen sowieso aufpassen. Da vorne haben wir nämlich mal ein rotes Signal. Nee, doch nicht. Auch auf grün gestellt. Dann können wir... Warum hat er es gemacht? Sehr gut machst du das, dankeschön. So, hier ist grün. Wäre natürlich schlimmer gewesen, irgendwie was Rotes zu haben. Aber wir kommen sowieso, wie gesagt, gleich aus dem Untergrund raus. Dann können wir mal auf die Straßen ein bisschen verkehren. Und achten mal speziell so ein bisschen auf die Vorsignale. So, hier sind wir endlich draußen. So. Habt ihr das gerade gesehen? Habe ich gar nicht darauf geachtet. Da war nämlich gerade die Ampel auf grün und gelb. Das heißt, vor uns ist unser Abschnitt irgendwo eine Bahn. Da sollen wir jetzt nur mit 30 km/h weiter vorausfahren. Das war aber auch, glaube ich, das letzte so richtige Ampelsignal hier gewesen, weil hier unten geht es nur nach den Signalen. Hier ist gerade zum Beispiel alles zu. Ich glaube, Fahrgäste können wir gar nicht reinlassen, wa? Nö. Oh, die Arme. Oh, die warten hier. Entschuldigung, Leute, ich muss aber wieder, wa? So, können wir uns von hier aus auch angucken. Signal, wie gesagt, die 3 Punkte. Achtungszeichen, jetzt könnten wir, wenn wir Fahrgäste reinlassen sollten, schon mal die ganzen Türen, Freigaben wieder löschen und können jetzt losfahren. Also eigentlich relativ einfach jetzt hier. Jetzt können wir uns mal so ein bisschen umgucken. Wir können natürlich ein bisschen schneller fahren. Hier. Hier ist jetzt nicht rot, das habe ich früher auch immer gedacht. Das ist ein Vorsignal. Das ist einfach das Vorsignal zum Hauptsignal. Das Hauptsignal, muss man aber dazu sagen, befindet sich hier. Hier ist das Hauptsignal, also von daher hätten wir auch hier halten müssen. Und ich habe gerade gesehen beim Vorsignal, das hat es umgeschwenkt. Und binnen von 2-3 Sekunden ist das eigentliche Hauptsignal zum Vordersignal gleichgeschaltet worden. Sprich, darauf müssen wir ein bisschen achten. Die Vorsignale befinden sich meistens hier oben. Ihr seht es, da ist frei. Und natürlich bei fast immer einer Ampel ist ein eigentliches Hauptsignal. Das ist nämlich hier. Deshalb wird es jetzt so interessant sein, das alles so ein bisschen anzugucken. Ah gut, Fußgängerübergang. Hier könnten wir zum Beispiel halten. Könnten jetzt sagen, hier Leute, steigt mal schön ein. Jetzt muss ich aber wieder weiter. Oh. Ach, wir haben schon abgeschlossen. Alles klar. Ich hoffe, ihr habt da jetzt so ein bisschen... Also ich glaube mal eigentlich eher die Leute, die wahrscheinlich dieses Video gucken oder generell das Video zu den Spiel gucken sollten, die haben weitaus mehr Ahnung. Aber für die Laien, wie ich es bin, ich hoffe mal, da kommt man es so ein bisschen besser vermitteln, weil ich habe am Anfang auch arge Probleme gehabt mit dem Vorsignal und dem Hauptsignal. So, ich würde mal sagen, das war es erstmal gewesen. Das war das zweite Tutorial gewesen. Wir werden uns das noch in der nächsten Folge das letzte Mal ein Tutorial angucken, in dem wir wahrscheinlich alles so ein bisschen bedienen und hier und da uns ein bisschen was angucken. Ist alles ein bisschen viel Theorie, aber danach geht es dann so richtig los. Dann gehen wir auf die Strecke und gucken uns dann mal so richtig richtige Fahrpläne an und Szenarien. Ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, wollen wir denn vorher vielleicht, bevor wir vielleicht noch viele Fahrpläne fahren, viele Szenarien fahren, wollen wir uns dann nochmal in Ruhe München angucken, weil ich glaube, das wäre auch eine schöne Idee. Bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen und Tschüssikowski.